Razzia in Sachsendorf. Die Polizei hat das Flüchtlingsheim Mitte Juni nach Waffen durchsucht. Hintergrund waren die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und Afghanen in vielen Teilen von Cottbus in der Nacht auf den 12. Juni. Holger Kelch wollte daraufhin hart durchgreifen und ausweisen. Der Oberbürgermeister kann das so schnell aber nicht umsetzen. Wir sind dabei, alle rechtsstaatlichen Verfahren, wenn es zu einer Abschiebung reicht, auch durchzuführen. Auch das ist ein ständiger, laufender Prozess. Das ist auch nicht ganz einfach, weil wir dort immer natürlich auf die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge angewiesen sind. Das können wir hier in Cottbus nicht allein entscheiden. Aber eins kann ich auch sagen, wenn die rechtsstaatlichen Instrumente ausreichen, dann wird an erster Stelle erstmal diskutiert zur freiwilligen Ausreise und wenn das nicht zieht, dann wird auch abgeschoben. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan. In diesem Jahr mussten 31 Asylbewerber Cottbus verlassen. Zwei Afghanen aus Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis wurden im August im Zuge der deutschlandweiten Sammelabschiebung nach Kabul ausgewiesen. Die tschetschenischen und afghanischen Männer aus dem Flüchtlingsheim leben inzwischen räumlich getrennt voneinander. Zu Konflikten ist es aber auch immer wieder in der Innenstadt gekommen. Holger Kelch wollte auch hier handeln. Die Rede war im Sommer von einer Waffenverbotszone. Das Verfahren im Landtag läuft dazu. Es ist momentan so, dass eine Erfassung von Straftaten durchgeführt wird. Nicht nur hier in Cottbus, auch an anderen Schwerpunkten im Land Brandenburg. Und dann wird es einen Punkt X geben, wo man sagt, hier können wir mit rechtlicher Sicherheit eine Waffenverbotszone einrichten. Das erfolgt derzeit, da ist eine ganz enge Abstimmung. Was auf jeden Fall kommt, ist ein Waffenverbot auf dem Weihnachtsmarkt. Das geplante Sicherheitszentrum wird im ehemaligen Hotel Inn Express Hotel eröffnen. Die Polizei und das Ordnungsamt sind dann von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr dort stationiert. Diese Zeit stößt aber schon im Vorfeld auf Kritik. Einmal hat es was mit dem Besatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun, auch wenn wir dort unser Personal umlenken können, ich sag mal mehr in die Öffentlichkeit präsentieren können, brauchen wir aber die Partnerschaft der Polizei. Und die Polizei hat uns erstmal diesen Zeitraum als abgesichert angesehen. Es ist ja vorgesehen, dort Revierpolizisten zu stationieren. Auch die Präventions- und Beratungsstelle der Polizei könnte mit einziehen. Wann die Umbauarbeiten im alten Hotel starten, ist aber noch offen. Holger Kelch will wie bei allen anderen kritischen Themen aber dranbleiben.